Jo, da sind wir wieder bei Kingdom Hearts 2. Beim letzten Mal haben wir Sykes fertig gemacht und ich bin leider nicht zu meiner Sterntreue Memoir-Heldenform gekommen, weil zweimal die Antiform kam, die man trotzdem ganz gut fertig gemacht hat. Weiter geht's. Nein. Kingdom Hearts. Wo ist mein Herz? Ich verstehe das nicht. Warum nennen die mich denn alle Roxas? Ganz einfach, Sora. Roxas ist dein Niemand. Mein Niemand? Aber das ist verrückt. Ich bin nie zu einem Herzlo. Ach ja, stimmt. Es geschah, als du zu meiner Rettung kamst. Weißt du noch? Xemnas hat Roxas gefunden. Er konnte das Schlüsselschwert einsetzen, weil er dein Niemand war. Deshalb hat ihn Xemnas in die Organisation aufgenommen. Aber Roxas hat sie verraten. Danach habe ich ihn bekämpft, im Glauben, du würdest dadurch erwachen. Ich verlor. Aber als wir uns wieder trafen, stellte ich sicher, dass ich der Stärkere war. Vielleicht hätte ich gar nicht gegen ihn kämpfen müssen. Ich denke, er verließ die Organisation, weil er dich treffen wollte. Roxas. Ich wünschte, ich könnte ihn treffen. Also dann, gehen wir. Was? Da gibt's noch mehr als 10? Moment mal, wo ist denn die, wo ist die 11? Ich habe schon die 12 bekommen. Na gut, schauen wir mal. Anzenbericht. Nummer 12. Namines Fall mal außen vorgelassen, behalten niemanden die Erinnerung an ihre Zeit als Mensch. Doch auch Roxas, Soras Niemand, hat keinerlei Erinnerung an sein früheres Leben als Sora. Dieser Umstand muss darin begründet liegen, dass Sora nur für sehr kurze Zeit ein Herzloser war. Er erlangte sein Herz wieder und kehrte zu seiner menschlichen Existenz zurück, während Roxas als ein Niemand zurückblieb. Roxas und Namine sind offensichtlich beide Ausnahmen, die man wohl miteinander vergleichen kann. Namine ist Kairis im Niemand, doch als Medium bei ihrer Geburt fungierten Soras Körper und Seele. Und Roxas ist Soras Niemand. Er blieb jedoch zurück, da der zum Herzlosen gewordene Sora über Kairis Herz zur menschlichen Existenz zurückfand, nicht über sein eigenes. Vielleicht verläuft die Wiederherstellung von Soras Erinnerung deshalb auch so langsam, weil die zweite Hälfte, die ihn ausmacht, Roxas, fehlt. Ich muss in den Daten umwandeln und mit Sora vereinen. Da Roxas ein Mitglied der Organisation 13 wurde, war es überaus beschwerlich, ihn zu mir zu bringen. Nach seiner ersten Niederlage gegen Roxas legte Riku alles in die Waagschale und bediente sich bei ihrer zweiten Begegnung der Kraft der Dunkelheit, sodass es ihr mit knapper Not gelang, ihn zu mir zu bringen. Doch der Schatten der Organisation 13 rückt näher. Hier in Twilight Town kam Roxas als Niemand zur Welt. Hier traf er zum ersten Mal auf die Organisation und wurde einer von ihnen. Früher oder später werden sie hier nach ihm suchen. Als erstes werde ich ganz Twilight Town zu Daten konvertieren und diese dann in Soras Erinnerung einpflanzen. Dorthin speise ich Roxas ein und lasse ihn seine Tage verbringen, auf dass die Erinnerungen wiederhergestellt werden. Es bleibt nur wenig Zeit. Die Pläne der Organisation 13 stehen gewiss gleichermaßen nicht still. Okay. So, Moment. Nee, ich wollte eigentlich Schätze nochmal schauen. Oh. Da fehlt einer. Okay, ich muss anscheinend noch mal ein bisschen zurücklaufen. Ich habe irgendwo einen Schatz übersehen. Hier gibt es aber sonst nichts, wie ich auf der Karte sehe. So, lass uns erstmal eine Pause einlegen, bevor wir weitergehen. Wofür wurde dieses Schloss gebaut? Ihr müsst mir später von euren Abenteuern erzählen. Und ich habe Roxas durch einen Mann namens Dis getroffen. Yo. So, zurück zum Zeugnis der Existenz. Jetzt wird wahrscheinlich die Tür da oben aufgehen, oder? Jo, ist offen. So, ich werde jetzt aber nochmal ein bisschen zurücklaufen, denn ich habe irgendwo hinten eine Truhe übersehen. So, speichern. Dafür, dass es nur noch ein Mitglied übrig blieb.
Gut, ich hätte es anfangs nicht erwartet, dass wir jetzt wirklich im Schloss selbst gegen so viel hintereinander kämpfen müssen. Xigpa kam ja, dann kam Luxord und jetzt auch Sykes. Xem, das ist ja dann logischerweise der Endboss. Ist ja der Chef von allem hier. Ach, das sind die Dinger, die untertauchen, ne? Okay, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf zu kämpfen gegen die. Ich bin eh nur auf der Suche nach einer Truhe. Die ich irgendwo vergessen haben muss. So, hier war ja... Hier irgendwo? Naja, die können mal kämpfen. Ich suche jetzt mal. Da. Da war ja die eine Truhe, die letzte, die ich geöffnet habe. Ah, da! Okay, haben wir's. Oreal, komm. Ja, ich gehe mal davon aus, einige werden jetzt sicher geschrieben, guck mal, du hast deine Truhe vergessen. Ich hab's gesehen. Gut, dass ich halt Jiminy habe für sowas. So, das war jetzt auch wirklich die eine da. Jo, dann fehlen jetzt noch 4 Truhen, die wir irgendwo bekommen werden. Na komm, machen wir die mal fertig. Okay, mit Blitz hole ich die schon mal nicht raus. Aber das ist auch nicht nötig. Wie viel haben die mir gegeben? Wie viel 1000? Sprengmeister. 1000, okay. Eigentlich habe ich ja sogar bald mein Level up, quasi. So viel wie die Gegner hier geben, ist es wirklich bald. Ach, jetzt tauchen hier noch ein paar auf. Warp-Konter. Wenn jetzt noch 15 Gegner kommen würden, oder noch 14, mit dem hier. Na, es kommt keine mehr. Okay. Den Drive muss ich auch wieder langsam aufladen. Der ist leider komplett leer gegangen. Ich hätte mir gedacht, vielleicht. Ne, wobei, es wurde ja auch gesagt, genau, nach der Dingensform, nach der Antiform, ist der Drive immer komplett leer. So, wollen wir zum letzten gehen. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt schon direkt beim Boss landen, weil es noch, weil 4 Truhen noch fehlen, aber wir sind wahrscheinlich schon mal auf dem besten Wege. Anselm? Ich bin ein Narr. Ich habe jahrelang die Funktionsweise des Herzens erforscht. Und dennoch nichts dabei gelernt. Was soll das heißen? Keiner weiß, was beim Entschlüsseln von Herzen geschieht. Die Bewohner meines Twilight Town waren Datengeschöpfe, basierend auf echten Herzen. Ich war überzeugt, dass sie so denken und handeln würden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber das war ein großer Irrtum. Ein Herz ist weit mehr als nur ein System. Ich merkte es, als ich Roxas und Kairis Wege kreuzten. Ich begriff, aber ich war zu stur, um es zu akzeptieren. Es ist immer das Gleiche. Immer will mein Geist Dinge erfassen, die mein Herz längst weiß. Darum versage ich. Während ich dabei war, Sora zurückzubringen, hatte ich so viele Pläne im Hinterkopf. Doch kaum war Sora eine aktive Person, war alles dahin. All meine Forschung und Pläne waren nichts im Lichte des Herzens dieses einen Jungen. Anselm, die Maschine! Ein weiterer Beweis dafür, dass Herzen sich nicht in Daten umwandeln lassen. Lauft, mein Freund! Sie wird explodieren und alles könnte geschehen. Aber, Eure Majestät! Sora, jetzt hast du es in der Hand. Und Roxas, auch wenn du mich nicht hörst, es tut mir leid. Anselm! Mein Herz sagt mir, was ich tun muss. Bitte erlaubt mir, ihm Folge zu leisten. Nein! Riku! Sein Herz hat entschieden. Daran können wir nichts ändern. Ich habe mich schon gefragt, wer es wagt, Hand an mein Kingdom Hearts zu legen. Und welche Überraschung. Ich treffe die gesamte Bande an, wie überaus praktisch. Anselm der Weise. Welch jämmerlicher Anblick. Lach du nur. Das ist die Strafe dafür, dass ich deine närrischen Absichten nicht erkannt habe. Schüler werden oft wie ihre Lehrer. Und einem Narr folgt auch nur ein Narr. Schließlich wäre nichts von alledem geschehen, gäbe es dich nicht.
Du bist der Ursprung aller Herzlosen. Deine Forschung war es, die letztlich mich ermutigt hat, weiterzugehen, als du es je gewagt hättest. Ich gebe es zu, meine Ignoranz hat für Chaos in mehr als nur einer Welt gesorgt. Aber wonach strebtest du? Du hast mich beseitigt, um meinen Namen anzunehmen und das zu erforschen, was besser unter Verschluss geblieben wäre. Ist dies die Antwort, die du gesucht hast? Ja, und mehr noch. Ich führe fort, was du selbst begonnen hast. Herz für Herz erschaffe ich eine ganz neue Welt. Ich dachte, du würdest mich dafür loben, aber alles, was du tust, ist mir im Weg zu stehen. Aber ich verstehe das. Im Gegensatz zu mir hast du ein Herz. Und das vermagst du nicht zu kontrollieren. Zerfressen von dem Neid auf deinen Schüler, der dich übertroffen hat. Xehanort, närrischer Schüler eines närrischen Mannes. Du hast niemanden übertroffen, nur bewiesen, wie wenig wir beide doch wissen. Wir mögen zwar behaupten, das Herz zu kennen, aber das Wesentliche bleibt uns verborgen. Zu Beginn waren wir beide ignorant und unbeirrt. Ich fürchte, dass jede Welt, die du zu erschaffen sinnst, jede Welt von dir kreiert, ein Reich der Ignoranz wäre. Und deshalb bist du mitsamt deiner Schöpfung dem Untergang geweiht. Genug der Rede. Riku, du weißt, was zu tun ist. König Mickey, mein Freund, vergib. Lebt wohl! Oha! Das Herzen? Jo, die scheinen sich zu freuen, dass es da gerade Herzen regnet. Aus denen direkt Herzlose entstehen. Riku! Ist er wieder normal? Riku! Riku! Ansem meinte, alles könnte geschehen. Riku, willst du das nicht abnehmen? Oh. Wofür war die? Seine Augen konnten nicht lügen. Lügen? Und wen wolltest du zum Narren halten? Na, na? Mich selbst. Riku. Also wirklich, wieso wolltest du das alles eigentlich alleine durchstehen? Du hast doch Freunde, jede Menge sogar. Hm.
etwas schon vergessen? Ich werd's dir sagen. Ich bin nicht so einfach gestrickt wie du. Sag das nochmal. Wow. Aber komm, ich habe gegen Tausende gekämpft. Wir müssen Xemnas besiegen. Er ist der letzte Überlebende der Organisation. Genau. Dann los. So einen Mantel hätte ich auch gerne, der ist cool. Und der letzte Anzahnbericht. Hä? Geil! Geil. Was kann er denn so? Oh, der kann heilen. Beste Freunde. Oh. MP Hastgarte auch? Geil! Was hat er denn so ausgerüstet? Weg zur Dämmerung. Ach, dieses Schwert. Quasi. Irgendwas, was Angriff gibt. So ein Mundglücksring gibt so alles eigentlich. Allerhöchstens eins auf Angriff. Hier kriegst du ein Elfentuch. So, lesen wir erstmal den Anzahnbericht noch. Beziehungen? Voll? Fast. Ah, okay. Ach, da unten sind sogar die ganzen Xemnas. Xigba, Xaldin, Sykes, Xexion, Lexus, Vexen, Axel, Demix, Luxord, Maluxia, Laxen und Roxas. So, schauen wir mal noch mal in den letzten Anzahnbericht. Höchstwahrscheinlich. Ich habe meinen alten Freund im Schloss des Entfallens getroffen. Doch leider war es mir nicht möglich, meine Identität preiszugeben. Würde er die Wahrheit kennen, würde er wohl versuchen, mich von meiner Rache abzubringen. So gern ich mich auch angeregt mit ihm unterhalten würde, wie in alten Zeiten, so bewusst ist mir, dass dies nur ein frommes Wunschdenken ist. Mein Freund hat im Reich der Dunkelheit gekämpft. Ich vermute, er hat sich über die Stadt Traverse Zutritt verschafft. Genau wie das Schloss des Entfallens befindet sich die Stadt auf der Schwelle zwischen Licht und Dunkelheit. Sie entstand aus den Relikten der Welten, deren Herzen von den Herzlosen geraubt wurden. Dort kommen diejenigen zusammen, die den Untergang ihrer Welten überlebt haben. Die Zwischenwelt ist höchst instabil und von Zeit zu Zeit öffnen sich Korridore der Dunkelheit. Immer wenn eine Welt kollabiert, werden überlebende Bewohner durch die Korridore in diese Welt gespült. Auch Sora muss durch einen Korridor der Dunkelheit gekommen sein, als er das erste Mal in der Stadt Traverse eintraf. Wie es scheint, muss auch mein Freund, der im Reich der Dunkelheit gekämpft und durch einen Korridor der Dunkelheit gereist sein, den die Organisation 13 kreiert hat. Mein neuer Verbündeter Rico hat seine Rückkehr ebenfalls durch einen der Korridore der Dunkelheit angetreten. Er hat mir geschworen, dass er alles für seinen besten Freund Sora geben würde. Die Wiederherstellung von Zoras Erinnerungen geht langsamer voran als anberaumt. Daher habe ich Rico damit beauftragt, mir einen weiteren Soras niemals zu bringen. Sora ist unabdingbar, will ich mein Ziel erreichen. Ich benötige den Helden des Schlüsselschwertes, um das Reich des Lichtes zu bereisen und für mich die Organisation 13 zu besiegen. Und damit sage ich... Ja? Gleich? Warten wir noch, bis das Bild kommt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.